deshalb zu Otto Show. Unser Motto lautet Go Otto Go, Otto Otto Go Go. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns live im Studio. Sein Name ist Bob. Bob, komm zu uns. Hi Steve. Und Augenblick Bob. Und Augenblick Bob. Hallo liebe Zuschauer. Bob, vielleicht verrätst du mir und den Zuschauern, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, Steve, ich habe euch Folgendes mitgebracht. Es handelt sich um die neue Wahnsinn von Otto Normal. Na? Bob, was hast du uns denn heute vorbereitet? Es ist unglaublich, ich sag's euch. Ich habe eine Platte gebrannt! Unglaublich, Bob! Und jetzt passiert Folgendes. Achtung, Steve! Achtung! Um was handelt es sich hier, Bob? Das ist eine Schüssel, Steve. Ist die Schüssel leer? Ja, Steve. Ich werde jetzt dieses Album tatsächlich sagen. Ich habe hier ganz normales Leitungswasser. Das möchte ich testen, Bob. Für die Zuschauer zu Hause. Steve, für dich immer. Ganz normales Leitungswasser! Unglaublich! Jetzt passiert Folgendes! Zuschauer. Unglaublich, Bob! Es ist nichts passiert! Unglaublich, Bob! Ich höre gerade aus der Regie, wir haben einen Anrufer, eine Anruferfrage. Am Apparat haben wir Otto Meier. Herzlich willkommen, Otto. Deine Frage, du bist live auf Sendung. Ja, ich habe eine Frage. Ich habe zu Hause einen handelsüblichen CD-Player. Kann man diese CD da hineinlegen? Geht das? Was passiert denn eigentlich, Bob, wenn man diese CD in einen handelsüblichen CD-Player einlegt? Es passiert nichts! Unglaublich, Bob! Unglaublich! Ich höre gerade, der Hot-Button ist on fire. Sie finden hier eingeblendet auf www.otto-normal.com können Sie dieses Prachtstück jetzt erwerben. Unglaublich, Bob! Unglaublich, Handstecker. Und außerdem haben wir nicht nur eine CD gebacken, wir haben eine Mütze gebacken. Unglaublich, Bob! Auch diese Caps www.otto-normal.com. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei den Zuschauern, Steve, bei dir, Bob. Ich zu Hause. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Otto Show. Unser Motto lautet Go Otto Go, Otto Otto Go Go. Servus Jungs.